Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ich nehme hier ausnahmsweise mal ein bisschen später auf. Und ihr seht, es ist noch derselbe Tag, wo wir bei Björn waren. Ich habe eben gestreamt und habe jetzt rausgefunden, dass ich anscheinend entweder Tomaten auf den Augen gehabt habe oder aber ich hatte einen Bug und es wurde nicht angezeigt, dass ich den Hund sehr wohl da im Tierladen abholen muss von unseren Security-Menschen. Deswegen will ich das jetzt mal machen. Denn irgendwie hängt wohl Golden Hills mit einem Hund zusammen. Und ich nehme mal fast an, dass es irgendwie hier als Folgequest kommen wird. Denn manche schreiben, sie sind schon mit Level 12 hingekommen. Manche sagen mit Mitte bis Ende 13 und nur wenige mit Level 14. Deswegen will ich das jetzt hier einfach mal probieren. Und mal schauen, ob wir da mit unserem Ziel Golden Hills ein bisschen näher kommen. Dina, weißt du was? Ich habe mir einen Hund bestellt, genau wie du es vorgeschlagen hast. Die blutrünstige Bestie ist endlich im Tiergeschäft angekommen. Kannst du sie nicht für mich abholen? Er ist sicher ganz wild und böse. Natürlich, genauso wie unser Sparky hierhin in der Satteltasche. Ach, dieser ganz böse und blutrünstige, garstige Hund. Oh? Pferde müssen draußen bleiben. Foxy, auch wenn das ein Tierladen ist. Hier, und ich bin mir sicher, dass wir das nicht machen konnten, das eine Mal. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay, auf zurück zum Security-Menschen. Oh, Süße. Ihr Hund ist da. Willkommen, mein neuer Kamerad. Du bist nicht besonders furchteinflößend, aber ich werde dich zu einem richtigen Wachhund ausbilden. Alle Schurken und Diebe werden vor Angst schreien, wenn sie dich sehen. Okay. Dina, er soll Rambo heißen. Rambo, gib acht. Gib acht. Warte, was machst du, Rambo? Nein, jetzt ist mein Hosenbein ganz blau. Aber ich kann dir nicht böse sein, Rambo. Du bist so süß. Warum blau? Ach nein, wie süß. Wie goldig. Was haben wir hier noch? Jennas Katze, ein Kaninchen für Fergrove, eine Katze für den Ratsmann und ein Hundewelpe für den Butler. Mensch, 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 hier wollen aber viele Leute Tiere haben. Naja gut, Tiere sind ja auch was super Tolles. Sitz, Rambo. Sitz! Du willst nur da sitzen und mit dem Schwanz wedeln. Das sieht recht witzig aus. Hätte ich einen Schwanz, würde ich das auch machen. Ich muss mehr darüber erfahren, wie man Hunde trainiert. Das ist nicht ganz einfach. Und er ist so süß, dass ich ihm nicht böse sein kann. Wie auch immer, ich habe dem Mädchen im Tiergeschäft versprochen, mich um alle Lieferungen zu kümmern, die wegen der großen Flucht verspätet sind. Flucht, nicht Flut? Du kannst auch helfen? Super! Jenna aus dem Moorlandstall hat eine Katze bestellt, die ist noch im Tiergeschäft, dort wo Rambo saß. Hole sie ab und liefere sie aus. Nein, Rambo, nicht da pinkeln! Ach, das kann ja noch ein Spaß werden hier mit den beiden. Okay, ein Kaninchen für Fergrove. Platz, Rambo, Platz. Nein, also du willst wohl den ganzen Tag nur mit dem Schwanz wedeln. Ja, du bist so süß, wenn du das machst. Wir machen mit deiner Ausbildung später weiter. Ja, ein großer Fehler, großer Fehler. Das mit dem Hundetraining ist echt schwer. Die nächste Lieferung ist für Felicity in Fergrove. Sie hat ein kleines Kaninchen bestellt, damit die Pferde im Stall ein wenig Gesellschaft haben. Es ist noch im Tiergeschäft. Bring es zu ihr. Nein, Rambo, nicht in meinen Schuh beißen. Ach nein, wie süß. Eine Katze für den Ratsmann. Roll rüber, Rambo. Roll. Roll. Du wedelst nur mit dem Schwanz. Ja, ja, wedle du mal. Du bist sehr gut darin, muss ich sagen. Die nächste Lieferung ist eine Katze für den Ratsmann in Silverglade. Sie haben sicher Ratten im Ratshaus. Nein, Rambo, nicht an das Pferd pinkeln. Ihhh. Hol den Ball, Rambo. Den Ball, hol ihn. Wedel, wedel, du wedelst wirklich gerne. Der Butler vom Weingarten hat einen Hund bestellt. Er fühlt sich sicher ein wenig einsam. Er sitzt noch im Tiergeschäft. Nein, nicht in den Brunnen pinkeln, Rambo. Wie viel hat er dem Hund da zu trinken gegeben, dass er hier die ganze Zeit nur am Rumpieseln ist? Das gibt's ja nicht. Mann, 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 Mann.
Okay, ein Kaninchen für Felicity, eine Katze für Jenna, eine Katze für den Ratsmann und ein Hund für den Butler. Hund? Katze? Ja. Wir nehmen erstmal das Kaninchen. Und Katze. Sehr gut. Jetzt haben wir alles. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Weg zurückzulegen, Foxy. Wo wollen wir als erstes hin? Ich würde fast sagen, wir machen uns als erstes auf den Weg nach Moorland, lassen uns dann nach Silverglade zurück abholen, reiten dann zum Butler und fahren vom Butler aus nach Firgrove. Das klingt doch hier nach einem Plan, finde ich. Also, Foxy, auf zu den Moorlandstellen. Ach ja. Die lieben Tiere. Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, wie ich zu unserem ersten Haustier gekommen bin. Damals noch bei meinen Eltern. Aber ich hatte noch gar nicht erzählt, warum, wieso, weshalb überhaupt. Und zwar war das so gewesen: Wir waren in Holland gewesen. Übrigens auf Texel, auf der Insel in Holland. Wunderschön, sehr ruhig, aber echt toll. Ganz, ganz tolle Strände zum Laufen. Und die machen auch Strandritte da, also kann ich nur empfehlen. Und da war eine Katze. Und ich konnte mich nicht von der Katze trennen. Und ich habe sie am Tag der Abreise einfach in den Kofferraum gepackt. Im unbeobachteten Augenblick. Da war ich gerade mal 6 Jahre alt und meine Eltern haben sie dann rausgebracht. Und ich war echt, ich war rückweg so beleidigt und ich war so traurig, dass wir dann gesagt haben: Komm, wir machen mal einen Allergietest mit meinem Bruder, weil der eigentlich auf so ziemlich alles allergisch reagiert. Auf was man nur allergisch reagieren kann. Und, hat aber nichts ergeben, dann haben wir uns die erste Katze geholt. Moment, wir reden erstmal hier mit Jenna. Hallo Dina. Oh, meine neue Freundin. Hallo, du Kleine. Weißt du, Dina, ich hatte früher schon eine Katze. Sie war recht hässlich und gemein und saß meistens auf dem Fass dort hinten. Sie ist vor einiger Zeit in den Wald gelaufen und seither ist sie nicht wieder aufgetaucht. Danke, wir sehen uns, Dina. Ach, gerne doch. Okay. Also weiter nach Silverglade. Ach, wir wollten uns ja abholen lassen. Und dann haben wir uns die erste Katze geholt. Die ist allerdings recht jung verstorben. Wir hatten sie nicht mal einen Tag, weil sie Leukose hatte. Das ist so ein bisschen was wie Krebs bei Menschen. Und wir mussten die Arme leider einschläfern lassen. Das war echt traurig. Haben uns dann aber nochmal eine andere geholt, die quasi uns ausgewählt hat, indem sie bei mir auf die Schulter gehüpft ist. Ah! Und mit meinen Zöpfen gespielt hat. Ach, das ist die Pia. Hallo, Pia. Und die ist jetzt, die hat lange gelebt. Die ist 16 Jahre alt geworden. Die ist leider letztes Jahr im Sommer gestorben. Aber ist auch eine ganz feine. Unsere erste Katze ist übrigens Kitty. Und die schwarze, die wir dann hatten, hieß Trixie. Hallo, Dina. Was haben wir denn hier? Hallo, du kleines Schätzchen. Ei, sie hat mich in den Finger gekratzt. Sie wirkt richtig wild. Das ist gut zum Rattenfangen. Gut, dann weiter zum Landgut. Und dann, wie wir zu Hanni und Nanni gekommen und quasi auf den Hund gekommen sind, das war so, dass wir. Also, ich war in meinem Sommerurlaub. Ich hatte 3 Wochen Sommerurlaub. Und ich bin zu Fabi runtergefahren und wir haben uns gesagt: Hey, komm, wir wollen irgendwann mal einen Hund haben. Wie wäre es, wenn wir mal ins Tierheim fahren und da uns einen Hund zum Gassi gehen holen? Die freuen sich darüber, die Hunde freuen sich auch. Ja, gesagt, getan. Wir haben dann so einen Gassi-Geher-Kurs machen müssen, um quasi zu zeigen, dass wir es hinbekommen, einen Hund Gassi zu führen. Ja, und dann saßen die beiden da im Tierheim. Wir sind dann jeden Tag mit den Gassi gegangen. Sie waren anfangs ja total verstört. Und sie haben sich dann so gut an uns gewöhnt, dass sie vom Tierheim immer meinten: Ja, wollt ihr die nicht nehmen? Die hätten es doch bestimmt gut bei euch. Und wir haben echt hin und her überlegt, bis wir uns dann schließlich dazu entschieden haben. Und sie am 23.09.2011 haben wir sie dann zu uns geholt. Oh, so lange ist das schon wieder her. So, der Hund für Godfrey. Guten Tag, Dina. Oha, hallo, du kleiner Hund. Du und ich werden jetzt Freunde. Komm mit, dann zeige ich dir, wo du wohnen wirst. Dina, danke. Och, der wird sich bestimmt hier super gut um den kleinen Hund kümmern. Abigail und Pia reiten hier mit.
Warte mal, wir steigen jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen zum Abschied. So. Da ist die Pia. Einmal steigen. Und jetzt geht's ab nach Fairgrove zu Felicity. Der wollen wir auch das Kaninchen bringen, was sie braucht. Als Pferdegesellschafter. Das macht man ja tatsächlich auch relativ häufig, wenn man sich irgendwie nicht... Manche Pferde verstehen sich ja nicht unbedingt mit anderen Pferden. Und Ziegen oder Kaninchen oder sowas werden da auch oft zum Vergesellschaften einfach nebengesetzt. Was natürlich kein Ersatz ist, wenn man jetzt nur eine Ziege und ein Kaninchen hat und gar keine anderen Pferde. So, Felicity, wir haben dein Kaninchen. Hallo, Dina. Oh, was für ein süßes Kaninchen. Hallo, mein kleiner Freund. Komm, ich zeig dir, wo du wohnen wirst. Ah. Oh. Und der Security-Mensch hat noch ein Kaninchen, wollte ich sagen, von zum Abholen. Er hat noch einen Auftrag für uns, aber was das ist, das gucken wir uns dann erst in der morgigen Folge an. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!